Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge European Truck Simulator. Wir waren beim letzten Mal in Linz gelandet und von dort aus fahren wir jetzt auch weiter, und zwar einmal zurück nach München. Ich musste in der Zwischenzeit ein paar Kleinigkeiten erledigen, das habe ich im Off gemacht. Dazu sage ich dann aber gleich was dazu. Wir müssten, wenn ich das richtig sehe, hier gerade sowieso schon in der richtigen Firma rumstehen. Ja, dem aufmerksamen Betrachter wird auffallen, meine Anzeige ist wieder da. Mein Tempomat im Display war ja verschwunden, und damit sind wir dann auch schon bei den Sachen, die ich erledigen musste. Ich habe nämlich gelesen, und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das soll sich unter Umständen beheben lassen, wenn man einfach zurück zur Heimatgarage fährt. Unter Umständen soll man das auch ein paar Mal machen. Und deswegen habe ich das Ganze dann nämlich auch im Off erledigt. Ich hatte aber Glück und musste die ganze Tour nur einmal fahren. Ich habe dazu natürlich auch Ladung mitgenommen, weil wir wollen die Fahrt ja nicht umsonst machen, aber eben weil ich nicht wusste, wie schaut's aus, habe ich das eben ohne Aufnahme erledigt. Bin dann aber natürlich wieder zurückgefahren nach Linz, nachdem meine Anzeige hier wieder funktioniert. Und wir fahren jetzt heute von da aus weiter, bringen eine Fuhre Öl nach München. Ja, was habe ich noch gemacht? Der ein oder andere aufmerksame Betrachter, der regelmäßig dabei ist, wird's und vielleicht auch mitliest, bitte links abbiegen, wird's ja mitgekriegt haben. Und man hat jetzt auch schon gehört, darum ist auch der TripAdvisor weg. Ich habe mir ein Navi gekauft. Das sieht man hier in der linken Ecke vorne. Ja, und wie gesagt, der eine oder andere wird es ja vielleicht mitbekommen haben. Meine freundliche Beifahrerin hat mir doch tatsächlich an der Raststätte meinen schönen Vorhang rausgerupft und mein Duftbäumchen entsorgt. Und deswegen musste ich natürlich wieder was reinhängen, damit die Sonne hier nicht so blendet. Und ich habe mich für einen schlichten Sonnenschutz entschieden, und da, wo mal das Duftbäumchen hängt, hängt jetzt unsere Telepass-Anlage. Und ja, das Navi habe ich mir geleistet, nachdem es beim letzten Update freundlicherweise Navis mit Stimme gab. Dachte ich mir, kann ich den TripAdvisor in der Mitte rausnehmen, dann sehen wir auch ein bisschen mehr vom LKW. Wir haben da ja das Kleine in der Ecke und zusätzlich die Stimmansage, die einen auch nichts hilft, wenn man auf der falschen Spur steht, will ich jetzt dann da vorne wahrscheinlich gleich merken werde. Es sei denn, ich kann die Herrschaften hier an der Ampel abziehen, aber wahrscheinlich klappt das nicht, weil ich sehe sie nicht einmal gescheit. Ja, jedenfalls, nachdem meine Inneneinrichtung an der Raststätte entsorgt wurde, musste ich hier nachrüsten. Ein paar freie Plätze habe ich immer noch an meiner Scheibe, aber da warten wir jetzt mal, ob vielleicht noch irgendwas dazukommt. Ah, das habe ich doch gedacht, dass der gute Kamerad hier schneller ist. Wenn wir ein bisschen höher im Level sind, wer weiß, ob vielleicht noch das ein oder andere. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, ich versuch's. Drängen wir uns hier mal ein bisschen rein. Und dann schauen wir mal, dass wir da in die richtige Spur kommen. Es ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig weit. Bitte rechts abbiegen. Ja, ich bin dabei. Von Linz nach München. Das sollte eigentlich ganz gemütlich vonstatten gehen. Ich
habe nebenbei auch ein bisschen an meinem Setup gearbeitet. Ich weiß nicht genau, was bemerken wird. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr ganz so schlimm, wenn der unebene Untergrund an der Lenkung ruckelt. Muss man mal schauen. Ich weiß nicht, wie es im fertigen... Rechts halten und dann rechts abbiegen. Mich stört es immer furchtbar, aber ich weiß natürlich auch, bitte was rechts passiert. Abbiegen. Deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen übersensibel, ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich probiere mal aus, ich stelle um, soweit es geht, und dann schauen wir mal, ob es besser wird oder nicht. Bis jetzt hat sich zum Glück auch noch keiner beschwert, dass es zu laut wäre, von dem her schauen wir einfach mal, wie es hinhaut. So, ich kann mein Navi, mein Tempomaten wieder lesen. Deswegen machen wir den auch hier auf der Autobahn wieder rein. Und was ich auf alle Fälle ganz dringend brauche, sobald was verfügbar ist, muss man dem Wägelchen hier einen stärkeren Motor spendieren. Dem Straßenverlauf folgen. Der zieht nämlich selbst mit 11 Tonnen, glaube ich. Mal kurz schauen. Na gut, 19 Tonnen. Zieht er ganz schön mit dem Träge den Berg hoch. Andere Leute würden sagen, er schneckt. Da muss dann doch vielleicht das ein oder andere PSchen mehr. Dem Straßenverlauf folgen. Sich dann noch finden. Ja, ansonsten gibt es noch nicht viel Neues, was ich entdeckt habe seit dem letzten Update. Allerdings muss ich gestehen, haben wir ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel Folgen seitdem aufgenommen. Gut verarbeitete Autobahn. Schauen wir mal, was noch alles kommt. Vielleicht werde ich in den nächsten Folgen mich dann auch mal ein bisschen Richtung Osten orientieren oder wahlweise Skandinavien. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen, was sich so für Aufträge ergeben. Uns dann verschlägt. Wie gesagt, für heute schauen wir jetzt erst einmal, dass wir unser Heizöl nach München kriegen. Mal wieder ein bisschen heimatliche Luft schnuppern. Auch während der Aufnahme den Ausflug wegen unserer Anzeige hier im Truck, den zähle ich jetzt mal nicht mit, weil der ja offscreen war. Von der Heimat aus schauen wir mal, in welche Richtung. Ich weiß es wirklich noch nicht, muss man schauen. Noch bin ich ja auch ein bisschen drauf bedacht, dass die Kohle dabei stimmt. Wenn wir dann einmal die Garage erweitert haben und vielleicht den einen oder anderen Fahrer, der für uns fährt, dann können wir vielleicht den Schwerpunkt auch irgendwie anders setzen, dass wir mal noch schauen, dass wir Gebiete erkunden und gar nicht mehr so auf den Profit schauen. Aber jetzt am Anfang gibt es dann doch noch so ein paar Sachen, die ich jetzt für wichtig empfinde. Eben zum einen die Werkstatt, die Garage ausbauen. Und zum anderen natürlich muss der LKW auch noch ein bisschen kräftiger werden. Muss ja jetzt nicht wirklich gleich für Schwertransport reichen. Da werde ich mir dann wahrscheinlich irgendwann einmal extra Zugmaschine kaufen. Die dann eben nur für Schwertransporte zuständig ist. Aber
so das ein oder andere PS mehr. Wie gesagt, haben wir ja vorhin gerade gemerkt, wenn es mal bergauf geht mit 20 Tonnen, bist du ja dann schon ein bisschen untermotorisiert. Merkt man auch hier, dauert ganz schön lange, bis wir hier wieder auf Touren kommen. Alles überholt uns rechts, lässt uns aber natürlich eine drüber ziehen. Links halten und dann geradeaus weiterfahren. Dem Straßenverlauf folgen. Aber wir müssen ja glücklicherweise sowieso hier geradeaus, von dem her passt es. Sortiere ich mich aber mal ein. Ich habe natürlich jetzt vor lauter Gelaber auch wieder nicht drauf geachtet, wo wir gerade so ungefähr sind. Das heißt, ich muss mich auch ein bisschen auf die Spur konzentrieren. Links halten und dann geradeaus weiterfahren. In der wir gerade so rumeiern. Dem Straßenverlauf folgen. Nicht, dass ich dann doch plötzlich mal irgendwo falsch abbiege und wie weiß der Geier, wo rauskommt, das wollen wir ja nicht. Pause ist jedenfalls noch keine angesagt. Obwohl. Dann könnte man ja fast hier schauen, dass wir vielleicht den nächsten Rasthof anfahren, dann können wir nämlich auch gleich tanken. Zwar noch halb voll, aber schaden kann es auch nicht. Dem Straßenverlauf folgen. Dann erledigen wir das jetzt nämlich gleich mal hier. Weil bei dem Auftrag haben wir jetzt ja keinen Zeitdruck. Die Route wird neu berechnet. So, dann einmal voll tanken. Und dann werden wir uns da vorne einmal pfleglich zum Nickerchen abstellen. Momentan müssen wir auch auf jeden Fall noch auf die Aufträge achten, dass die Kohle stimmt, weil so rosig sieht unser Kontostand jetzt auch nicht aus. Ja, ich mach das schon. Dann schlagen wir nämlich hier auch noch unser Nachtlager auf. Und ich sag gutes Nächtle und bis gleich. So. Dann würde ich sagen, weiter geht's Richtung München. Schauen wir gerade. Zeit haben wir genug. Noch 15 Stunden, wir brauchen noch zwei. Das kriegen wir hin. Und damit konzentrieren wir uns dann wieder aufs Fahren statt auf unseren TripAdvisor. Könnte dann sicher auch gerade so ausgehen, jetzt habe ich gerade nicht auf die Uhrzeit geachtet, dass man nicht mitten im schlimmsten Verkehr nach München reinkommt. Lässt uns hier aber rein. Das ist nett. Und so ein Sonnenschutz ist ganz toll, wenn er bei Sonne dann da oben hängt. Das fände ich ja riesig, wenn man den irgendwie herunterfahren könnte. Oder sich wenigstens eine Sonnenbrille aufsetzen. Aber gut, wir werden es überleben. Und dann geradeaus weiterfahren. Dem Straßenverlauf folgen.
Gut, dann fahren wir mal dem Kollegen hier hinterher. Über die Grenze haben wir es ja auf jeden Fall schon geschafft. Haben wir schätzungsweise noch so ein gutes Stündchen, bis wir in München ankommen. Ausgesetzt, wir fahren jetzt noch nicht ungebremst auf den Stau zu. Aber da hoffen wir jetzt einfach mal das Beste. Seitdem sind wir ja natürlich ausgeruht und frisch getankt, kann also nicht viel schief gehen. Notfalls können wir uns auch noch ein bisschen in den Stau stellen. Schade nur, dass ich hier mein Radio nicht anmachen kann, weil sonst muss ich das nachher aus dem Video alles wieder rausschneiden. Gibt ja dann leider doch genug Leute, denen das scheißegal ist, mir aber leider nicht. Oder was heißt leider? Gibt halt einfach ein paar Sachen, an die man sich halten sollte. Deswegen gibt es bei dem Straßenverlauf folgen auch keinen Radio während der Fahrt, auch wenn es manchmal angenehmer wäre. Und irgendeinen Sender, der ausschließlich copyright-freie Musik spielt, habe ich leider noch nicht gefunden. Falls da irgendjemand was weiß, gerne in die Kommentare. Dann können wir da nämlich in Zukunft auch drüber nachdenken. Ansonsten müsst ihr euch mit dem Autolärm, der schönen Landschaft und meinem Gesabbel zufrieden geben. Links halten und dann geradeaus weiterfahren. Immer diese besserwisserischen Tanten im Navi. Dem Straßenverlauf folgen. Da habe ich es doch ausnahmsweise schon mal selber gemerkt, wo ich lang muss. Wir sind ja hier nicht in England, da kriege ich das auch hin. Unbedingt noch so ein Schwung PS für die Bergabfahrten, weil das ist ja echt gruselig. Das geht dann schon ein bisschen sehr schleppend. Sind wir aber wahrscheinlich schon in München. Da vorne sieht es nämlich schon nach Häusern aus. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Ausfahrt rechts nehmen. Gott sei Dank fährt der ganze Konvoi auch hier lang. Oh, dann können wir wenigstens nicht zu schnell hier runter rauschen. Schießen wir eben wieder mit 30 dahin.
Verein in München. Und schauen wir mal, wo wir das hier abstellen dürfen. Wahrscheinlich einmal rechts halten und dann rechts abbiegen. Einmal quer durch die Stadt, so wie es hier ausschaut. Bitte rechts abbiegen. Ja, war klar. Ist natürlich irgendwo am anderen Ende. Demnächst links abbiegen. Bitte links abbiegen. Aber zum Glück sind die Ampeln noch an, das heißt, wir müssen uns jetzt hier nicht über die vierspurige Kreuzung tasten, sondern können ganz dezent bei Grün müssen. Ja, für einen Vogel. Demnächst links abbiegen. Okay. Da bitte links abbiegen. Hat sich wohl einer verfahren. Aber mal so richtig. Soll uns aber jetzt nicht weiter stören. Die Navigation ist beendet. Wir haben unser Ziel erreicht, stellen jetzt hier noch. Jetzt haben es auch ein paar andere gemerkt, dass der da im Weg steht. Wir stellen hier noch fisch unseren Hänger ab. Dann schauen wir mal, was es in München noch so für uns zu tun gibt. Hoffen wir auf jeden Fall, dass der nächste Auftrag nicht da stattfindet, beziehungsweise der Weg dahin, wo der Kamerad jetzt da mitten im Weg steht. So, dann stellen wir das Ding hier mal gerade. Dann schauen wir, dass wir den da möglichst beim ersten Mal reingezirkelt kriegen. War nicht ganz so schnell, dann geht's auch. Bisschen mehr Geduld, guter Mann. Und das freudestrahlende Hupen draußen verkündet, dass da gerade ein richtig schöner Stau entsteht. Oder eine Hochzeit stattfindet. Aber ich tippe mal auf Ersteres. Soll uns dann aber erstmal egal sein. Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Stellen unseren Hänger hier ab. Und sind dann damit auch schon am Ende dieser Folge. Wir dürfen noch unser Talent erhöhen. Und da machen wir. Ich glaube, wir haben nichts mehr für Erfahrung, deswegen machen erst die hochwertige Fracht. Eine Stufe höher. Und dann schauen wir mal, die Aufträge hier sind nicht so besonders. Das heißt, ich suche uns jetzt erstmal in Ruhe was anderes und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.